Willkommen zu einer neuen Infofolge Pokémon Go und es ist soweit, die WP-Anpassung ist da, beziehungsweise wurde angekündigt, jetzt endgültig, heute Abend 22 Uhr soll es soweit sein, die WP werden angepasst und ihr könnt ja einen Beitrag dazu sehen, den wollen wir kurz mal durchgehen. Kommende Änderungen bei Pokémon Go, da steht dazu ein etlicher Text auf der offiziellen Seite, den ihr euch natürlich selber auch nochmal durchlesen könnt. Den verlinke ich auch mal hier unten. Und jetzt sehen ein paar Punkte natürlich aufgeführt. Änderungen am Erscheinen und Verhalten von Pokémon. Es werden Anpassungen am Wetterfeature vorgenommen, bei denen die Auswirkung reduziert wird, die das Wetter auf die Rate hat, mit der Pokémon erscheinen. Während ihr bestimmte Gebiete erkundet, werdet ihr feststellen, dass mit der Zeit mehr verschiedene Pokémon zu unterschiedlichen Raten erscheinen. In bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Parks und Naturschutzgebieten, erscheinen nun unterschiedlichere Pokémon. Das ist natürlich was ganz Besonderes, weil bis jetzt war es immer komisch, wenn man in die Stadt gekommen ist, da war alles voll, da ging es richtig ab. Und gerade dann in Parks oder sonst was, bei uns zumindest, war es eigentlich tot, gähnende Leere oder immerzu nur das Gleiche. Aber es war auch relativ wenig da einfach. Ich hoffe natürlich, dass mit der Änderung sich das jetzt ändert und dass es jetzt auch mehr Sinn hat, wirklich Parks heimzusuchen. Woanders war das ja wahrscheinlich schon so, lag bei uns jetzt hier am Park selber wahrscheinlich. Aber vielleicht haben wir jetzt auch Glück und kriegen einen richtig tollen Park. Ich warte natürlich auch noch auf die Pokestop-Einreichung, denn da gibt es so viele Sachen im Park, Brunnen, Denkmäler, sonst was, die eigentlich alle noch ein Stop sein könnten, dass es sich auch lohnt, bei uns mal mehr im Park zu spielen, als immer nur mitten in der Stadt. Dann gibt es natürlich noch weitere Änderungen an den Eigenschaften von Pokémon im Kampf, worauf die meisten ja sicherlich gewartet haben. Das geht nämlich dann auch um die WP. Die Kampfmechaniken im Spiel werden neu ausbalanciert. Die WP-Werte werden angepasst, um die Spielbalance zu verbessern. Die KP-Werte werden angepasst, um die Lücke zwischen Pokémon mit vielen und wenigen KP zu schließen. Die Verteidigungs- und Ausdauerwerte von Pokémon werden neu ausbalanciert. Dadurch können Pokémon mit hohen Verteidigungswerten im Kampf effektiver eingesetzt werden, um den Gegner zu überdauern, anstatt nur die Zeit auslaufen zu lassen. Die Verteidigungswerte der meisten Pokémon wurden leicht verringert. Durch diese Änderung kann die Lücke zwischen den Pokémon mit den höchsten Verteidigungswerten und anderen Pokémon verkleinert werden. Oh. Bald werden weitere Optimierungen durchgeführt, durch die es Trainern und ihren Pokémon ermöglicht wird, ihr volles Potenzial zu entfalten. Wir freuen uns darauf, diese Änderung mit euch zu testen. Liz George. So, das ist offiziell und noch offizieller geht's nicht. Und etwas inoffiziell, aber trotzdem auch offiziell, stand da was mit 22 Uhr heute Abend. Das kann ich euch aber nicht zeigen, aber ich denke mal, das ist soweit, das geht heute Abend raus und dann werden alle erstaunt sein, wenn das Lapras plötzlich nur noch 10 WP hat, aber andere Sachen dafür steigen. Freut ihr euch auf die WP-Änderung? Findet ihr das richtig kacke? Ich meine, manche profitieren davon, manche eben nicht, aber viele wichtige Dinge, die man oft benutzt, kriegen ja einen Zuwachs an den WP, was ich natürlich cool finde. Zum Beispiel auch Sachen wie Simsala oder Gengar. Ja, auf jeden Fall Mewtwo glaube ich auch, wenn das so stimmt. Aber das sind natürlich erstmal immer noch Spekulationen ein bisschen. Wir sehen es ja trotzdem heute Abend um 22 Uhr. Also bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.